dass wir sehr stark auch darauf setzen, die Kaufkraft in der Mitte des Landes zu stärken. Deswegen war es richtig, dass der Mindestlohn erhöht wurde. Deswegen ist es richtig, dass Tarifverträge gestärkt werden, dass mit dem Tariftreuegesetz jetzt auch nochmal Maßnahmen von Seiten der Regierung kommen, um Tarifverträge in diesem Land zu stärken. Die Stabilisierung von Renten gehört auch dazu, dass Menschen mehr Geld in der Tasche haben und am Ende auch den Wirtschaftsstandort Deutschland durch Nachfrage dann steigern. Wenn Sie sich die Konzepte der Union in diesen Tagen angucken, und das wird ja sehr deutlich, dann spielt die Union eine Karte, bei der wirtschaftliche Stabilität und soziale Absicherung gegeneinander ausgespielt werden. Die Antworten der Union für einen starken Wirtschaftsstandort sind runter mit den Renten, hoch mit dem Renteneintrittsalter. Die Leute sollen weniger Geld haben. Es werden Menschen gegeneinander ausgespielt. Das ist nicht unser sozialdemokratischer Weg. Für uns gehört Sicherheit im Sozialen, soziale Sicherung und wirtschaftliche Stärke zusammen.